Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJOS. Die Links und Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Video auf meinem Kanal. Und viele hatten sich in letzter Zeit gewünscht, dass ich euch jetzt zum Ende von FIFA 17 nochmal alle Team of the Years zusammen in ein Video schneide, die ich in den letzten Jahren gezogen habe. Und ja, einige sind ja jetzt schon ein bisschen länger her, einige habe ich ja erst letztens zu den FUT Champions Packs gezogen. Und ja, es sind auf jeden Fall 5 Team of the Years am Start, also 5 Team of the Years in diesem Pack-Opening, die ich bislang in FIFA 17 gezogen habe. Lasst natürlich gerne wieder ein Like da und ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt, wenn euch dieses Video gefällt. Ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder die 3000 Likes packen würden. Und schreibt in die Kommentare Hashtag Team of the Year oder T-O-T-Y, falls ihr auch schon einen Team of the Year in FIFA 17 gezogen habt. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch schon Team of the Year gezogen haben. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Am Ende gibt es außerdem noch ein paar FUT Champions Packs, die ihr noch nicht gesehen habt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es lohnt sich. Wir starten direkt. Let's go. Und dann musst du jetzt bitte, komm, bitte in Team of the Year drin sein. Komm, ich habe nur einen gezogen dieses Jahr. Okay, Nase des Packlucks, sollten wir in Team of the Year ziehen, jump ich wieder auf mein Bett und das wird wieder kaputt sein. Aber mir egal. Okay, bitte, komm. Nase des Packlucks. Einmal noch in FIFA 17 Packluck. 3, 2, 1. Let's go, bitte. Come on. Es wird ein Walkout. Es wird ein Walkout. Die Frage ist nur, wer. Come on, bitte, bitte. Oh, Team of the Year. Ja, es ist ein Team of the Year. Es ist ein Team of the Year. Es ist Toni Kroos. Ja, Mann. Das gibt es doch nicht. Oh, ey, mein Bett. Voll stabil geworden, Digga. Okay, was soll's? Toni Kroos ist am Start. Team of the Year, Mann. Bam. Okay, Toni Kroos, nicht der heftigste von allen, um ehrlich zu sein. Aber es ist verdammt nochmal ein Team of the Year. Und das reicht mir. Nice, Alter. 95er Toni Kroos. Mal wieder das Packlack. On point by the Stranger auf dem Account. Geil, ey. Das gibt es doch nicht. Erstes Pack, direkt ein Team of the Year, Mann. Nice, Alter. Da könnte eventuell sogar noch einer drin sein, oder? Doch, doch, stimmt. Marcelo und Dani Alves hatten beide ein 93er Rating, Leute. Beide hatten ein 93er Rating. Das heißt, es könnte noch ein Team of the Year drin sein. Okay, ich bin zufrieden. Hätte mir natürlich jetzt ein Ronaldo oder so gewünscht. Aber egal, Leute. Man muss nicht übertreiben. Okay, los geht's. Nose Pack. Überspringen in 3, 2, 1. Let's go, komm, bitte. Was ist noch drin? Was ist noch drin? Was ist noch drinnen? Was? Wie schlecht ist der Rest des Packs denn? Wir haben keinen anderen Walkout außer Toni Kroos. Aber was soll's? Wir haben Team of the Year. Wir schauen mal, 460k ist denn nur wert. 300. 260k ist denn nur wert. Okay, naja. Muss man ehrlich sein. Let's go, come on. Ja. Okay, das war klar. Ey. Aber das muss doch sein. Walkout muss doch sein. So, jetzt bin ich gespannt, ne? Und ey, die Schnuppe war groß. Die Schnuppe war richtig groß. Brasilien. Neymar. Komm bitte, Neymar. Nein. Ist der rein 90? Ey, das ist der Team of the Year von Dani Alves, oder? Ehrlich? Oder Team... Doch, das ist der Team of the Year, Mann. Dani Alves als Team of the Year. Nice. Hä? Ich check das nicht. Da stand doch Juli. Ich glaube, man kann alle Karten einfach ziehen, oder? Keine Ahnung, ich glaube doch eher Januar. Team of the Year, Dani Alves. Und Bro, weißt du, wen ich gezogen habe? Zweimal Dani Alves. Zweimal habe ich Dani Alves gezogen. Nice. Ich blende euch kurz mal das Pack ein, ihr seht es kurz. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein, ganz ehrlich. 84er Cook ist der Beste. Okay, komm. Mir egal, da ist einer drin. Da muss einer drin sein. Okay, komm, da muss einer drin sein. Ich habe ein gutes Gefühl. Bitte, die Nase lass des noch Packlacks was wert wird sein. Wieder regeln. Wenn da jetzt kein Walkout drin ist, ne, ganz come ehrlich, on. Alter. Okay, 3, 2, 1... Let's go, bitte Walkout. Ja! Ja, es ist ein Walkout. Come on, komm, blau, bitte, blau, blau. Bitte Team of the Year. Komm! Ja! Ja! Bam, Alter, da ist einer. Was wer wird das? Keine Flagge, ja, es wird Modric. Es wird safe Modric. Ja. Es ist Modric. Nice. Ey, Junge, Mann, das ist so heftig, oder Digga, nicht? Digga, geht voll klar. Richtig gut. Digga, 6-2 Team of the Year. Ey, da könnte noch einer hinter sein, oder? Hast du auf die Sternstufe geachtet? Nee, ja, war nur eine blaue, glaube ich. Es war nur eine blaue, glaube ich. Eine blaue nur. Ey, 96er Modric. Nice. Das war klar, ich wusste es direkt, weil Modric der Einzige, der keine Flagge hatte von den Totties. Junge, 2 Team of the Years in einem scheiß Pack-Opening. Heftig. Okay, da könnte noch was Gutes hinter sein. Ne, Modric, 96er. Auf jeden Fall. Könnte. Aber es war im Januar, waren da noch ein paar gute? Nein, Golan zum Beispiel, 87er, der ist auf jeden Fall auch ein bisschen was wert. Okay, sonst war noch was? Boah, ich aber ja, Modric, Januar ist so lange her. Egal, Leute, wir schauen einfach. Okay, wieder mit der Nase des Packlucks. 2 Team of the Years, Junge. Mal wieder Packluck on point hier auf deinem Account. Okay, 3, 2, 1. Let's go, wer ist noch dahinter? Come on.
What? Cool, man. Was sind das für Spiele, Alter? Ja, okay, Modric ist egal. Leute, ey, wir können uns nicht beschweren, Bro. Wir können uns nicht... Oh, Mann, ey. Das kann doch nicht sein, ganz ehrlich. 84er Cook ist der Beste. Okay, come on, bitte, bitte. Walkout, bitte. Walkout! Come on, bitte! Was Blaues! Bitte! Es ist was Blaues und die Sternstuppe war richtig groß. Come on, nein, nicht schon wieder. Schon wieder Brasilien. Oh, mein Gott. Das gibt es doch nicht. Das zweite Mal. Dani Alves. Zweimal habe ich Dani Alves jetzt gezogen. Zweimal. Okay, es ist ein Team of 4. Mich nicht falsch verstehen, Leute. Versteht mich verdammt nochmal nicht falsch. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber warum ziehe ich zweimal denselben Team of the Year? Oh. Ey, wäre es wenigstens... Ich habe es schon gesehen. Es war wieder die Brasilien-Flagge. Es hätte aber noch Marcelo werden können. Aber schon wieder Dani Alves. Aber der Typ ist 900.000 wert. Und das ist geil, Alter. Das ist absolut geil. Junge, jetzt kommen auf einmal alle Team of the Years hier. An den letzten Tagen. Ich werde den in den Verein packen. Ich zeige euch gleich meinen anderen Dani Alves noch. Aber vorher öffnen wir noch die letzten zwei 100k-Packs, die wir hier noch haben, Leute. Oh, Walkout. Walkout im 15k-Pack. Ja, aber. Komm. Oh, Team of the Year. Team of the Year. Team of the Year. Oh, Brasilien. Nein, es war Marcelo, es ist Neymar. Oh, nein, Dani Alves. Dani Alves! Halt's Maul! Oh! Dani Alves! Team of the Year! Digga! Bam, Alter! Ich höre dich gerade nicht. Ich hab den Kopfhörer rausgenommen. Boom! Ich dachte, das wird Marcelo. Dann ist es Dani Alves. Marcelo wäre wahrscheinlich noch mehr wert gewesen, ne? Ja. Oh mein Gott. So, Leute, weiter geht's auf dem Account von Michel. Da holen wir natürlich auch kurz die Monatsbelohnung ab und die Wochenbelohnung. Elite 2. Monatsbelohnung und wöchentlich wurde der Elite 1, ihr seht es, das heißt 2, 3 Inform-Packs, wo auch ein Team of the Year drin sein kann. Naja, wäre krass, aber wir schauen mal, Leute. Okay, Nose-Pack, 3, 2, 1, let's go, come on. Oh mein Gott, das ist nicht mal Walkout. Oh mein Gott, Bernardo Silva, 87er Inform. Scheiß Dreck, ey, nicht mal ein Walkout. Oh mein Gott, okay, der Rest kann ja nur schlecht werden, Leute. Der Rest kann nur schlecht werden. Wir schauen mal, wer es wird. Es kann kein guter werden. Immobile ist, wo geht's? Oh, Kante. Oh, 85er Kante. Das ist nicht schlecht. Kante geht klar, aber... Naja, ey, Mertesacker, 28 Tempo. Florenzi ist auch noch ganz gut. Der hat heftige Werte, ist einfach ein kranker Rechtsverteidiger. Aber sonst, naja, war es eigentlich scheiße. Also Kante und Florenzi ist in Ordnung. Isco auch vielleicht noch okay. Aber wir fangen an mit dem Pack Nummer 2. Nose Pack, 3, 2, 1. Let's go, bitte Walkout. Okay, es kann schon kein Team of the Year werden. Mann, ey, das gibt es doch nicht. Zentraler Innenverteidiger Stoke City, es ist Shaw Chris. 56 Tempo. Ey, Mann, yay, was ist das denn? Okay, wir haben noch ein Pack. Wir haben noch ein Pack, aber so sehen diese drei Inform-Packs eigentlich fast immer aus. Guckt euch das mal an. Pikini, Lozano und Chocris. Okay, einen Walkout. Okay, Nose-Pack nochmal. Come on, die Nase des Packlacks. Reiß dich nochmal zusammen. 3, 2, 1. Let's go, bitte. Nein, Mann, wieder kein Walkout. Das kann schon wieder kein guter werden. Es wird linkes Mittelfeld, Inter Mailand, Perisic. Ist sogar gar nicht so schlecht. 86er Perisic. Der könnte annähernd noch ein bisschen was wert sein, aber... Naja, viel wird es auch nicht sein. Aber es könnte vielleicht noch ein guter dahinter sein. Wir schauen mal. Gomez, naja. Obwohl, ging sogar. Die beiden sind gar nicht so schlecht. Perisic 90k. Ja, 40k kriegt man für den. Und, okay, das Pack war schon... Ey, schon wieder Luzano. Hä? Hey, zwei Packs, zweimal Luzano. Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay, Leute, das war's von den Packs. Richtig broke. Danke nochmal, Michel, für die Packs. Checkt natürlich seinen Twitter-Account aus. Ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne auschecken. Folgt ihm auf jeden Fall, Leute. Ist auf jeden Fall ein guter FIFA-Spieler. Aber die Packs waren komplett broke, Leute. So, Leute, wir sind auf dem Account vom Chrissy. Und beim Chrissy haben wir jetzt schon ein bisschen länger keine Packs mehr geöffnet. Das heißt, ich bin heute mal gespannt, wie es hier aussehen wird. Er hat es auch Elite 1 geschafft. Das heißt, 2, 3 Inform-Packs. Da kann natürlich auch ein Team auf die Year-Spieler drin sein. Die Chance ist natürlich relativ gering. Außerdem gibt es natürlich hier noch das Monatspack, auch Elite. Da kann man dann auch noch einen Foot, auch noch ein Team of the Year-Spieler ziehen. Also es könnte, wenn es gut läuft, irgendwie ein Team of the Year-Spieler dabei sein. Das ist natürlich das Ziel. Wir fangen erstmal an mit den 100k-Packs. Da können natürlich MLS Team of the Seasons drin sein. Und es wird direkt ein Walkout im ersten Pack. Und es... Ach du Scheiße, es ist kein Team of the Season. Es ist eine richtig kleine Sternflocke. Es ist die Deutschlandflagge ZM. Es ist Toni Kroos.
Ey, Mann, das gibt es doch nicht. Wäre das jetzt mal das Foot Champions Pack gewesen, dann hätte es nämlich Team of the Year Tully Groß sein können. Schade, Mann, okay, der normale Groß, naja, ist natürlich nichts mehr wert, um ehrlich zu sein. Aber, naja, okay, Walkout im ersten Pack ist natürlich so gesehen nicht schlecht, aber, naja, okay, so ein Tony Kroos bringt einem dann natürlich leider nicht so viel. Ey, Harry Kane und Sokrates auch noch, also so schlecht war das Pack gar nicht so. Alle 80er Plus Spieler wie immer. Okay, komm, die Nase des Packlucks, das Mindeste, komm bitte. Ein Walkout, es ist ein Walkout. Die Frage ist nur, wer wird es? Es ist, ja, keine große Sternschnuppe, es ist die... Welche Flagge ist das? Holland-Flagge, glaube ich. Rechter Flügel. Bayern, Arjen Robben. Okay, nicht schlecht. Welche Version? Ich glaube, der Inform, ne? Ja, 88er. Ah, es gibt, glaube ich, den 89er, 90er und 91er, glaube ich, Inform. Also, glaube ich, der schwächste Arjen Robben, oder? Hat der noch einen 87er? Ne, 87er ist, glaube ich, der normale. Okay, der schwächste Arjen Robben. Naja, als rote Foot Champions Karte. Geht auch besser, geht allerdings auch schlechter. Wir schauen mal, vielleicht war noch was Gutes drin. Immobile, Isco, Modest. What the fuck, was ist das denn für ein Pack? Roberto Firmino, der ist noch ganz in Ordnung, aber sonst. Na okay, was soll's? Nose Pack, 3, 2, 1, let's go, bitte Walkouts. Nein, Mann, ey. Es kann, wow, was für eine Riesensternflocke. Es ist Stürmer. Oh, ich dachte, es ist Mbappé. Was? Die Sternflocke sah voll riesig aus. Es ist Germain, 83. Ich dachte, es wird Mbappé wenigstens. Hat der überhaupt eine Inform? Ich weiß gar nicht, ey. Ich glaube, der hat nur eine Team of the Tournament Card. Doch einen Inform müsste er eigentlich haben. Gray ist es noch. Der ist ja annähernd noch gut. Okay, ein Pack haben wir noch. Bitte, komm wenigstens mal ein Walkout. 3, 2, 1. Packluck on point mit der Nase des Packlucks. Wieder kein Walkout. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Okay, wieder eine Man of the Match Karte drin. ZDM. Real Madrid. Casemiro. 85er rated Casemiro. Geht auch in Ordnung, aber... Naja, ist auch nicht so geil. Wer war noch drin? Der Man of the Match. Schauen wir mal kurz. Ayu und Badai, Alter. Was ist das? Okay. Auch wieder ein Brokers Pack, Leute. Das war's von den Packs von Chrissy. Wie gesagt, check den gerne aus. Danke nochmal an dich für die Packs. Und wie gesagt, Link zu seiner Facebook-Twitter-Seite und so weiter. Ist alles unten in der Videobeschreibung. Checkt aus. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und ja, lasst natürlich ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.